Ja, liebe Jensi-Freunde, ihr seid live dabei. Ich werde jetzt mal eine kleine Tour am Wasser machen, aber ihr seht, ich bin irgendwie nicht so ganz perfekt, wie man das sonst gewohnt ist, zum Angeln angezogen. Ich werde heute mal im Wasser fischen. Das habe ich im letzten Jahr schon gemacht. Das hat wieder eine Temperatur hier von über 30 Grad. Ich dachte mir, das ist eine ganz schöne Sache, wenn wir da ins Wasser gehen. Das ist angenehm kühl und vielleicht beißt auch der ein oder andere Fisch. Ansonsten haben wir einfach eine schöne Wasserwanderung gemacht. Ich habe mit dabei hier diesen Jensi-Bag zum Umhängen. Perfekt für so eine Aktion. Geht sehr gut. Da ist alles drin, was ich brauche. Noch eine zweite Kamera, Maßband und so weiter und so fort. Geangelt wird mit einer leichten Rute. Das ist die Whisper Live Soft. Die hat ein Wurfgewicht von 2 bis 12 Gramm. Dazu eine neue Rolle mit Highspeed-Übersetzung, brauche ich hoffentlich nicht, so eine schnelle Köderführung, aber wer weiß. Forellen sind zu erwarten, Döbel, Barsch, vielleicht auch ein Hecht. Ich habe hier also auch noch dickes Fluorocarbon dabei, um auch eventuell mal fixen Vorfach basteln zu können. Ja, ansonsten seht ihr hier hinten, Halterung ist da, da kommt die Kamera gleich rein und dann seid ihr dabei. Jetzt baue ich nur noch die Angel zusammen und dann geht das los. Um jetzt zu starten, ist es natürlich schlau, sich nicht die tiefste Stelle im Fluss auszusuchen. Man kann jetzt deutlich sehen, dass das Wasser ein bisschen eingetrübt ist. Es gab gestern ordentlichen Gewitterschauer und aus dem Harz oben fließt dann das Wasser etwas kräftiger die Oker runter und trübt dann den Fluss ein. Ist natürlich schlecht eigentlich zum Angeln. Gut, habe ich jetzt nicht bedacht, macht aber nichts. Ansonsten ist alles dabei, was man braucht, also die Polarisationsbrille, um einfach im Wasser auch zu gucken. Durch die Wasseroberfläche hindurch Hindernisse zu erkennen und natürlich auch vielleicht mal den Fisch zu sehen, den man fangen möchte. Ne? Ja, ansonsten habe ich hier Spezialschuhe dabei. 0815 Gummischuhe. Nicht so schlimm, wenn man den mal verliert. Gibt es aktuell gerade bei Ikea. Passt schon. So, wollen wir mal gucken, wo wir rein können. Ich glaube, hier ist es ein bisschen tief. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ja gut, wir gucken. Oha. Sind wir schon. Okay, hüfttief. Viel tiefer wird es hoffentlich nicht werden. So, jetzt geht es so wieder leicht hoch. Okay, der Vorteil ist natürlich, wenn man so angelt, ich werde mich natürlich möglichst ruhig bewegen. Und zwar flussauf, sodass die Fische mich nicht unbedingt direkt bemerken. Deshalb habe ich auch als erstes mal so einen klassischen Spinner dran gemacht. Blech fängt ja auch öfter. Der Vorteil ist einfach, dass man jetzt natürlich Bereiche beangeln kann und auch ganz anders beangeln kann, die man sonst vom Ufer aus schlecht erreichen kann. Wenn man die Fische nicht verscheucht, was ich hoffe, dass das klappt, dann sollte doch irgendwas beißen. So, ich werde mal in das flachere Wasser gehen. Hier stehen eigentlich auch immer mal Fische, aber so verscheuche ich die hier vorne direkt, ne? Das ist klar. Überall Brutfisch unterwegs. Macht also wahrscheinlich Sinn. Hier sieht man also so einen Ring aus Stein, der sich hier gebildet hat. Dahinter ist ein tiefes Loch ausgespült. Immer ein guter Platz für einen Fisch. Natürlich, wenn man hinlatscht, nicht. Ne? Na gut, wir wollen mal gucken, ob hier irgendwo Fisch ist. Die Bremse ist richtig eingestellt. Stromab ist eigentlich keine gute Wahl für einen Spinner, aber wenn ich schon mal hier bin, dann versuchen wir auch gleich irgendwie alle Bereiche mitzunehmen. Aber hier ist irgendwie jetzt nichts. Gut, gehen wir weiter.
Weg immer mit Bedacht wählen, denn plötzlich steht ihr hier im Tiefen und dann habt ihr richtig schlechte Karten. Suchen wir jetzt erstmal einen Weg. Bis später. So, da hat es direkt geklappt. Ja, das war ein schöner Barsch, hat sich gleich selber gehakt. War eh zu klein, alles gut. So, da vorne springen die ganze Zeit Fische in hoher Geschwindigkeit aus dem Wasser. Ich denke mal, da lohnt sich ein Wurf auf irgendeinen Oberflächenräuber. Zack. So, genau da war das. Vielleicht ein großer Döbel, eine Forelle. Das war Kraut. Schwierig. Manchmal stehen die Fische direkt neben einem und man sieht es gar nicht. Ne? Aber schaut euch mal das Panorama an. Das sieht natürlich vom Ufer aus ganz anders aus. Herrlich. Perfekt. So, ich wechsle jetzt mal von der aus dem starkströmenden Bereich in den etwas weniger starkströmenden Bereich, denn da ist das Wasser in der Regel etwas flacher. Oh, ich habe Besuch, seht ihr es? Geil. So, ein weiterer unschlagbarer Vorteil, Hänger. Und dann können wir direkt hingehen und ihn lösen. Perfekt. Und Gott sei Dank ist das auch nicht so viel. Seht ihr den Köder schon? Wo hängen wir denn? Mit den Füßen kann man ein bisschen vorführen. Ich muss mal gerade ein Foto machen. Das sieht ja nun einfach geil aus. Ah, oh, jetzt ist sie weg. Mist. Übrigens auch ein super Teil. Panasonic Outdoor-Kamera. Mit Höhenbarometer, digitalem Kompass. Alles gut. So, aber jetzt haben wir echt ein Problem. Moment. Ja, also was echt super praktisch ist, ist hier dieses Umhängebag von Jensi. Total klasse, hängt er schön, alles im Trockenen, vorm Bauch, passt rein. Genauso wie es sein soll. Mit möglichst wenig Gepäck, optimal am Wasser unterwegs, perfekt. Weiter geht's. Kleiner Barsch, perfekt. Die stehen hier am Rand. Ja, und damit ihr mir glaubt, dass es hier doch Fisch gibt, die hier auch den Köder entdecken, ein kleiner Döbel, der ist natürlich viel zu klein, unbeschadet, direkt wieder ins Wasser. Das ist doch schön. Also ein Barsch und ein Döbel. Ja, jetzt zum Ende der Tour ist einfach zu sagen, es war wieder schön. Nicht jeder Angeltag ist ein Fangtag, aber jeder Tag kann ein Angeltag sein. Und ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Tour, ne? Tschüss.